So, meine Lieben, und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge der FIFA 16 Karriere. Und ihr seht schon im Hintergrund, heute also mit der nächsten Partie in der Fußball-Bundesliga. Und zwar gegen den ersten FC Köln. Und wer den heutigen Part, den vorigen Part, den letzten Part schon gesehen hat, der weiß, das hätte man ein bisschen ruhiger und besser am Ende gestalten können. Ja, wir haben gewonnen 2:1 gegen die Mainzer, aber vor allem die erste Halbzeit war komplett für den Arsch. Das muss man mal sagen, 1:0 hin gewesen, ganz viele komische Dinge passiert und in der zweiten Halbzeit haben wir es Gott sei Dank noch gedreht. Ihr habt es mitbekommen, die Wolfsburger zeitgleich Gott sei Dank auch noch mit einer Niederlage, heißt aktueller Stand der Tabelle 54 Punkte, Darmstadt, dann der zweite Wolfsburg mit 47, heißt wir sind 7 Punkte vorm Tabellenzweiten. Das sieht richtig, richtig stark aus. Weiterhin nur 3 Niederlagen in der Fußball-Bundesliga. Super viel Tore erzielt, super wenig Gegentore bekommen. So macht Spaß und ganz unten grüßt von ganz unten logischerweise weiterhin Braunschweig. 25 Spieler, 0 Siege. Da läuft's gar nicht und da ist man mittlerweile auch fast schon safe abgestiegen, auch wenn es rein rechnerisch natürlich noch möglich ist. So viel dazu. Ich würde sagen, wir quatschen heute gar nicht lang drum rum. Müssen noch ein bisschen was aufstellen. Drimmitsch bringe ich heute mal wieder von Beginn an. Auf rechts Gnabry, auf links Brandt hat zwar ein Tor gemacht. Doch, ich lasse mal Brandt drin. Mali auf 10. Hoffmann zusammen mit Kimmich auf der Doppel-6. Tashea, wobei, da können wir auch nochmal... Na doch, machen wir. Okay, okay, okay. Und links vielleicht nochmal Holland. Rotieren wir da nochmal. Ich glaube, so gehen wir es an. Wir gucken nochmal ganz kurz auf die Bank. Ein Maxi nehme ich mal mit für einen Wittek. Einen Mukhtar müssen wir natürlich mal wieder mitnehmen. Einen Sané nehmen wir mit für Müller. Und einen Rüdiger für Sulo. Letzte Zeit waren wir doch ein bisschen häufiger K.O. Ihr habt es mitbekommen. Sonst passt, glaube ich, alles. Ja. Hatten viele, viele Spiele, aber so langsam, aber sicher geht es erstmal richtig rein in die ganz heiße Phase. Ja, heute die Partie gegen Köln. Morgen steht dann Dortmund vor der Tür und Basel, glaube ich. Ich glaube, da gibt es wieder 2 Darmstadt-Folgen, bin ich ganz sicher. Ich habe so viel aktuell um die Ohren und Augen und überhaupt, ich blicke gar nicht mehr durch und bin, glaube ich, gefühlt 14 Stunden am Tag am Schneiden, Aufnehmen, Streamen oder sonst was aktuell. Aber ich glaube, morgen kommen wieder 2 Parts. Und dann, wie gesagt, Gladbach, Bayern, Wolfsburg, Hamburg, Braunschweig. Passt auf, gegen die verlieren wir wahrscheinlich. Das wär's. Und dann noch die 3 letzten Vereine, das dürfte es dann sein. Genau, gegen Leipzig, gegen Düsseldorf und gegen Frankfurt. Mich wundert es gerade nur so ein bisschen, dass wir hier... Hier ist das Achtelfinale. Er muss hier Viertel und fast schon Halbfinale sein. Und hier Finale, ne? Also das wird sehr eng. Da wird es dann sehr, sehr knapp, was den Plan angeht. Ich meine, mit Champions League kennen wir uns noch nicht so aus. Wann die genau immer stattfindet. Aber in Zukunft häufiger. So, wir gehen rein, Jungs. Let's go. Ich würde sagen, im dritten Trikot, Auswärtstrikot, klappt nicht. Weil die Kölner schon den Ball spielen. Das Ganze bei nebligem Wetter. Ich bin sehr, sehr gespannt. Wenn es euch heute wieder gefällt, lasst gerne ein Däumchen nach oben da. Checkt die Links in der Videobeschreibung, wenn ihr euch noch FIFA 17 vorbestellen wollt. Und... checkt auch Twitter und Instagram. Das Gewinnspiel zu FIFA 17 ist immer noch am Laufen. Sowohl auf Twitter als auch auf Instagram habt ihr die Möglichkeit auf eine Version von FIFA 17, die ihr gewinnen könnt. Wie das Ganze abläuft, seht ihr dann letztendlich auf den Plattformen. Da einfach kurz vorbeichecken, da steht dann alles mit dabei. Gewinnspiel läuft noch bis zum 21.09. Da wird dann jeweils ein Gewinner gezogen. Plus in den Livestreams verlosen wir auch noch mindestens 1 bis 2 Kopien von FIFA 17. Schaut da gerne vorbei. Und in dem Sinne würde ich sagen, starten wir jetzt rein gegen die Kölner. Sehr, sehr geiles Spiel, das ansteht. Ich bin gespannt. Ich hoffe, wir kriegen das hin. Die Kölner auch so ein bisschen mehr im Mittelfeld. Heimisch, kann man so sagen. Also nicht so weit vorne wie wir logischerweise. Und in dem Sinne müssen wir da die nächsten 3 Punkte einfahren. Dortmund wird dann nochmal so ein richtiger Kracher. Genauso wie Basel das Rückspiel, wobei wir da auch ein bisschen schonen werden für Dortmund. Das Ganze dir erlaubt nach einem 4:1 im Hinspiel. Und dann bin ich sehr gespannt. Ihr seht es, die Kölner in der zweiten Tabellenhälfte. Irgendwo, ich glaube sogar ein Tickchen weiter unten noch, ne? Ich bin mir jetzt gar nicht mehr genau sicher, wo die da rumgurken. Nichtsdestotrotz, gucken wir uns gleich mal die Elf an, der Jungs, die hier einmarschieren. Ich glaube, Podolski ist nicht mit am Start. Das wäre ein Ding. Podolski zurück in Köln. Aber ich glaube, so sieht's nicht aus. Tosun, der da im Blick erstmal ist. Da ist er auf Platz 5. Der Torschützenliste, wir haben da leider keinen mit dabei. Wir wechseln uns zu sehr ab, was die Tore angeht, weil wir halt doch auch relativ viel rotieren, was ja gut ist, aber dementsprechend da keiner in den Top 5 der Top-Torschützen, obwohl wir die meisten Tore der Fußball-Bundesliga erzielt haben. Da haben wir also die Aufstellung. Also, Baumann im Kasten, Engelhain, Sörensen und Hector in der Verteidigung, Vogt, Gerhard auf der Doppel-6, Bittencourt, Nagasawa im Mittelfeld, Zoller, Tosun vorne drin in der Sturmspitze bei den Kölnern, Jungs. Gehen wir's an. Let's go. 25. Spieltag dürfte schon sein in der Bundesliga. Wir nähern uns dem Ende und zum Ende hin will ich in keinem der kommenden Parts noch so eine erste Halbzeit sehen, wie die zuletzt gegen die Mainzer. Das war gar nichts. Das müssen wir heute besser machen und das werden wir auch besser machen, weil viel schlechter geht's auch nicht mehr wirklich.
In dem Sinn, früh ein Tor machen. Das wäre der Traum. Drimmitsch, oh, wenn er den nicht so weit wegspringen lassen würde. Habt ihr gesehen, wie schön da, ich weiß gar nicht, wer es war, wahrscheinlich Mali, in die Lücke gelaufen ist. Da hätte es gleich mal klingen können. Alter Schwede, Zoller relativ schnell. Habe ich jetzt so gar nicht in Erinnerung. Gut gemacht von Tah. Und Shea kann den eigentlich gut rausspielen. Macht das leider nicht. Trotzdem haben wir ihn gut von Hofmann. Schön im Verbund gearbeitet. Gnabry, guter Ball. Mali auf Hofmann. Hofmann will den nach oben durchstecken. Nicht ganz. Sörensen dazwischen. Aber wir merken es, die Kölner, die relativ... Nimm doch den Ball damit, Herr Drimmitsch. Die relativ große Lücken uns erstmal aufbieten, die mitspielen wollen. Ob das jetzt gut oder schlecht ist, das werden wir erfahren. Ich würde eher sagen, das kommt uns auf jeden Fall zugute. Sag mal, denen springt der Ball weg, aber genau zum Gegner, zum eigenen Mann. Jetzt zweimal in Folge. Ich glaube, das kommt uns entgegen. Eine Mannschaft, die versucht mitzuspielen, da werden wir unsere Lücken kriegen und werden dann auch relativ viele Chancen normal erspielen können. Schade, Kimmich, es passt nur noch nicht gerade so ganz. Das letzte bisschen fehlt, aber ich sehe ganz viel Potenzial in dieser Partie bislang. Wie gesagt, die Kölner sehr, sehr offen. Eine ähnliche Spielweise wie wir und gegen sowas kommen wir richtig gut klar. Schön geklärt. Shea, guter Ball. Hofmann, man hätte auch einfach mal zum Ball gehen können, so wie ich es eigentlich vorhatte. Klappt nicht, da ist die Chance. Und Tosun macht den rein. 1:0. Erste Aktion der Kölner nach vorne und die klingelt gleich mal. Richtig stark rausgespielt, Tosun. Lässt sich die Chance nicht nehmen. 10. Treffer, glaube ich, von ihm. Da der Ballverlust von Kimmich. Ne, war nicht mal Kimmich, war Hofmann. Und dann Tosun, der das unwiderstehlich macht. Wir liegen hinten, wie schon zuletzt gegen Mainz, Jungs. Also damit kennen wir uns scheinbar aktuell so ein bisschen aus. Es war bisher, wir haben es echt gut gemacht. Also das ist spielerisch in Ordnung. Nur in der Defensive jetzt da einmal nicht aufgepasst. Oh, Drimmitsch kann den Ball da leider nicht behaupten. Ne? Und die Kölner können wieder kontern. Zoller, gut gemacht, Kimmich. Das ist ein überragender Zweikampf. Das ist ein schöner Ball noch dazu, Hofmann. Das ist überragend gespielt und dann ist der auch drin. 1:1, die ganz schnelle Antwort. Gnabry macht den, überragend gespielt. In Köln ist alles wieder ausgeglichen und in Köln geht's richtig rund. Nicht mal 20 Minuten auf der Uhr. Zweites Tor, das wir heute schon erleben dürfen. Ganz stark den Ball erobert von Kimmich Hofmann mit einem exzellenten Pass. Und Gnabry auch wie schon. Dosun mit einem unwiderstehlichen Abschluss. Überragend gemacht. Keine Chance für Baumann im Kasten. 1:1, 4 Minuten. Hat die Kölner Führung angehalten und dann sind wir back in business. So, Jungs. Und da jetzt weitermachen. Drehen wir zum zweiten Mal in Folge ein Spiel. Zuletzt gegen Mainz, jetzt gegen Köln, Fragezeichen. Wir müssen. Aber Köln macht das nicht allzu schlecht nach vorne. Bittencourt aufpassen. Bittencourt abgelegt an den Außenpfosten. Heieieiei. Nächste Möglichkeit für den FC. Tüton wäre da nicht hingekommen, aber Aluminium rettet für uns. Glünter, guter Ball. Oh Gottes Willen, Kimmich. Was ist denn das? Also, ne? Um Gottes Willen. Und dann geht er nicht zum Ball, sondern rennt weg. Das ist ja noch schöner jetzt hier. So, Holland, auf geht's, komm. Bisschen was zeigen, Jungs. Um Gottes Willen. Also wir wirken überhaupt nicht fit, obwohl wir fit sind, gefühlt. Kein Foul. Holland, ganz stark gemacht. Dachte schon kurz, der pfeift jetzt hier. Kimmich, schöner Ball, der war besser. So, Mali hat ein bisschen Platz. Yunus Mali mit einer überragenden Übersicht. Guter Ball. Gnabry. Gnabry kommt nicht ganz vorbei, leider. Hector wieder dazwischen. Zurückgelegt auf Baumann. Come on, Jungs, let's go. Das sieht richtig gut aus, was wir zum Teil nach vorne spielen. Wir brauchen jetzt nur das zweite Tor und ich verspreche euch, dann läuft es noch mehr, weil dann macht Köln noch ein bisschen mehr auf und dann kriegen wir noch mehr Chancen, so wie die jetzt gerade. Es fehlt der letzte kleine Pass, der da nicht ganz ankommt, wo jedes Mal so ein Kölner Füßlein dazwischen ist oder ähnliches. Und der Ball dementsprechend hängen bleibt. Engel nach vorne gelegt, Klünter heute auch mit der Partie gegen seine Kölner, gegen seine Ex-Jungs, aber... Das ist, glaube ich, schon das zweite Spiel, das er gegen seine ehemalige Truppe da spielen darf. Zoller, gut im Zweikampf durchgesetzt. Endlich mal, da haben wir auch so ein bisschen unsere Probleme heute noch. Häufig, dass wir da uns nicht durchsetzen können. Klünter, Hofmann, komm hin da. Gut, Kimmich, gut ausgebügelt. Schöner Ball auf Hofmann. Möglichkeit ist da und dann ist das ein böses Foul. Und dann ist das ein ganz böses Foul. Höhe, Mittelkreis, von hinten in die Beine, ohne Chance auf den Ball. Also da kann man auch mal rot zücken, er kriegt nur gelb. Der Janne Gerhardt, auch eines der Talente, an dem wir ja dran waren im Winter. Mein Lieber, also da muss er aufpassen. Dunkelgelbe Karte, Gnabry. Will den durchstecken, klappt nicht ganz, schade. Aufpassen, Köln kann kontern, Tosun. Tosun zurückgelegt erstmal und da habe ich einen Spieler ganz weit rausgezogen. Aber das ist halt so ein bisschen auch unsere Spielweise, in der Situation rentiert sich auch. Fehler da der Kölner. Aber ist sehr riskant. Gut gespielt, gut Mali. Er kommt nicht an, Jungs. Er kommt nicht an. 7 Minuten noch. In Durchgang 1. Ball erobern wir nicht. Was ist das für ein Verhalten? Und Tosun. Tüton klärt, Gott sei Dank. Mensch, Rüdiger.
Ey, du bist da in der perfekten Position und gehst einen Schritt dann absichtlich noch nach vorne und verspringst. Lässt den Kopfball verspringen, abseits. Riesenmöglichkeit da. Ach du Heiliger, der Schuss war nicht schlecht. Also da müssen wir ein bisschen konzentrierter werden. Das hat gerade so ein bisschen an das Spiel gegen Mainz erinnert. Heieieiei. Langer Ball nach vorne von Köln. Tosun, der den gut klären kann. Also Tosun macht eine super Partie. Nicht klären kann, sondern rausspielen kann, meine ich. Holland, stark gemacht. Schöner Ball. Brandt, überragend. Gut gespielt. Hofmann, sehr schöner Ball nach vorne. Mali macht das auch noch stark. Geht gut vorbei. Locker lässig. Drimmitsch muss mal den Laufweg ansetzen. Macht er jetzt. Drimmitsch mit ein bisschen Platz. Josip Drimmitsch. Schade, ich habe erst überlegt, spiele ich in die Mitte. Wollte ich dann doch nicht. Gnabry. Drimmitsch. Drimmitsch. Abgelegt, Chance ist da, Hofmann ist drin, 2:1, zweite Minute der Nachspielzeit, Hofmann mit einem überragenden Ding, ein Kandidat für das Tor der Woche, meine Güte, beziehungsweise Tor des Monats, schön abgelegt von Drimmitsch die Vorlage und dann Hofmann, aber mal sowas von genial, ab ins Eck, ab in den Knick, keine Chance für Baumann, gucken wir uns gerne nochmal an, ach du heilige Freunde, der passt genau. 25 Meter circa Torentfernung und ab das Ding. Rein damit. Keine Chance für den Keeper. Baumann streckt sich, macht sich lang, kommt nicht hin. Hofmann trifft. Ich werde verrückt. Spiel gedreht. Wie zuletzt gegen Mainz. Nur, dass wir jetzt noch eine ganze Halbzeit vor uns haben. Aber ich verspreche es euch, das tut uns so gut. Und das wird jetzt die zweite Halbzeit, die wir richtig gut spielen werden. Wir gucken rein. Auf die anderen Ergebnisse. Ah, da gibt es gar keine. Zumindest wurde uns da gerade nichts angezeigt. Osako rein für Zoller bei den Kölnern. Zoller, der eigentlich ganz gut gespielt hat, viel Bälle über die Seite festgemacht hat, muss da scheinbar erstmal raus. Mit Osako wahrscheinlich eher ein quirligerer Spieler, würde ich jetzt mal zumindest behaupten, der da mit reinkommt. Ich bin gespannt. Aber ich glaube, die Kölner werden jetzt ein bisschen mehr aufmachen. Wir werden mehr Kontermöglichkeiten kriegen. Und das passt halt perfekt zu unserem Spielstil. Zum Beispiel wie da. Drimmitsch nimmt den nochmal ab. Drimmitsch. Wird gerade nochmal so gestoppt und kriegt den Ball dann aber nochmal. Spielt den fast überragend durch. Mali, stark gemacht. Yunus Mali. Mali, immer noch Mali, Mali. Will dann abziehen, schafft er nicht. Gut dazwischen von Gerhard und Co. Gerhard, der aufpassen muss. Der hat ja schon gelb gesehen. Mit einem Foul, das schon nah an rot war, meiner Meinung nach. Gnabry, guter Ball. Drimmitsch macht das auch nochmal stark, war ein Foul. Gibt den Freistoß. Wollen wir den direkt schießen? Na, das sind schon ein paar Meter. Fabian Scheer steht bereit. Der Mann, der die Elfer nie so ganz so gemacht hat. Will den probieren. Ich lasse aber lieber mal Kimmich ran. Zuletzt an dem Freistoß getroffen. Joshua Kimmich. Das sind 32 Meter. Traut er sich das zu? Und wie er sich das zutraut! Knapp vorbei! Der Mann mit der 32. Kimmich, was ein Abschluss! Gucken wir nochmal rein von hinten. Ich glaube, da hat nicht allzu viel gefehlt. Der Ball geht. Der ist zu schnell. Aber boah, das war minimal, Freunde. Das war minimal am Tor vorbei. Riesenmöglichkeit für Kimmich. Zum 3:1 und damit so ein bisschen zur Vorentscheidung. Aber wir kommen rein. Das ist das, was ich euch angesprochen, was ich gemeint habe. Wir kriegen jetzt hier ganz viele Möglichkeiten. Drimmitsch abgelegt. Mali. Oh, den will er nochmal spielen. Da muss er abziehen. In der 55. Ne? Köln bietet uns die Räume an. Hinten stehen wir weiterhin ordentlich. Und nach vorne kriegen wir unsere Chancen. Nagasawa, überragender Zweikampf von Gea. Ganz, ganz stark gemacht. Brandt kommt da durch. Brandt macht das stark. Verliert ihn dann gegen Gerhard. Hätte man auch einen Foul pfeifen können, meiner Meinung nach. Aber okay, Gerhard, der da hart am Limit spielt. Ich meine, das war jetzt nie und immer gelb oder so, aber knapp am Foul vorbei. Wir kriegen den nächsten Einwurf, 60. Minute. Wir gehen jetzt mal rein und wechseln. Bisschen was müssen wir, glaube ich, tun. Ich bringe vorne mal Maxi. Ich will da nochmal einen schnellen Mann. Und auf links Sani. Doppelwechsel im Sturm. Zwei schnelle Leute, frische Leute nochmal rein. Das tut uns gut. Wie gesagt, wenn wir mehr auf Konterspiel gehen wollen, passt Maxi jetzt da ganz gut und besser auch als zum Beispiel einen Dausch oder ein Drimmitsch. Auch wenn Drimmitsch das gut gemacht hat, unter anderem ja das 2:1 vorgelegt hat. Klünter gegen seine Ex-Mannschaft. Das ist doch nicht normal. Es war ein Foul. Ach du Heilige, ein großes Gestolpere in Köln. Aber gibt am Ende, denke ich mal, berechtigterweise den Freistoß für die Kölner. Langer Ball nach vorne. Gut von uns. So halb geklärt. Jojic hat den erstmal. Zweikampf schaffen wir nicht. Mainz, Köln gegen Braunschweig. Das ist die nächste Partie. Die Braunschweiger, gegen die wir auch noch ran müssen. Ne? Ganz unangenehme Aufgabe. Bisher noch ohne Sieg. Die Jungs meint man, okay, das schaffen wir locker. Aber ihr kennt uns. Ihr kennt Darmstadt. Solche Vereine waren bislang die zum schwierigsten zu bespielenden. Tüton, gut abgewehrt. Er war sogar ein bisschen gefährlicher als gedacht. Osako, Flanke kommt rein. Den sollten wir kriegen. Haben wir im zweiten, im Nachfassen. Klünter, gut gemacht. Kimmich, schöner Ball nach vorne. Maxi macht jetzt mal den Lauf und der Maxi, der ist schnell und der Maxi, der geht ab und der Maxi macht das richtig stark. Immer noch Maxi, überragend, wie er da den Ball hält, überragender Ball nach oben, Holland,
Kann sich so halb durchsetzen. Aber das ist das, was wir von Maxi sehen wollen. Schnell nach vorne gehen und vorne dann am besten die Bälle halten. Jetzt aufpassen, Riesenmöglichkeit für Köln. Das sind wir zu offen. Tosun. Gegen den Tyton macht er den rein. Das ist halt das Problem. Tosun mit seinem zweiten Tor. Der Mann, der trifft alles. 70. Minute. Wir bieten den Kölnern zu viel Platz. Das, was wir nutzen wollten, das bieten wir den Kölnern an. Und damit steht es jetzt 2:2. So ein bisschen ja aus dem Nichts würde ich nicht sagen. Die Kölner spielen echt ordentlich mit und machen das stark. Aber da waren wir einmal unachtsam. Und schon ist er drin, der Ball. Bittere Geschichte, aber da müssen wir jetzt weitermachen. 20 Minuten haben wir noch Zeit. Zanet, der da leider wegrennt, um doch noch einen Sieg mitzunehmen aus Köln, ja. Es wäre so verdammt wichtig. Wir können uns so einen kleinen Patzer natürlich aufgrund der guten tabellarischen Lage durchaus leisten, sage ich mal. Aber muss ja nicht sein. Muss ja nicht sein. Aufpassen! Tyton hat den. Jetzt dreht Köln aber mal richtig auf. Osako, der eingewechselte Mann, richtig gute Möglichkeit zum 3:2. Und das wäre dann alles andere als gut. Finde in der Partie Tosun, der raus muss. Doppeltorschütze, da kommt jetzt ein neuer rein. Ich komme nicht auf das Kopfball, in das Kopfballduell. Möglichkeit. Und wir gehen jetzt auch nochmal rein. Letzter Wechsel, Jungs. Ich denke, ich nehme nochmal. Ich glaube, ich bringe nochmal Mukhtar auf 10 für Mali. Ja, mach mal. 15 Minuten Vollgas-Fußball, Jungs. Irgendwie ein Tor machen. Von mir aus wieder in der 90. ist mir sowas von egal. Aber ich will hier einen Sieg mitnehmen. Und nicht am Ende in Köln unentschieden spielen. Heinz. Da ist Jojic nach oben gespielt. Schöner Fußball, Gerhard. Gut nach oben wieder gelegt. Aber das ist halt stark. Die machen das echt gut. Engel über die rechte Seite. Engel. Flanke super. Tyton ist besser. Hat den, macht das stark und wirft den auch gut aus. Gut gespielt. Mukhtar gleich mal mit einem starken Ding. Kimmich sieht Maxi laufen. Der Ball ist ein bisschen zu lang. Heieiei, den kann man auch ein bisschen besser spielen an der Stelle. Baumann kloppt den wieder nach vorne. Allerdings genau zu uns. Mukhtar, Maxi. Dauert zu lang. Haben wir aber nochmal. Und dann ist es ein Freistoß. Oh, das ist nie und immer ein Foul, Freunde. Das ist nie und immer ein Foul, meiner Meinung nach. Da erobern wir einfach nur den Ball. Schiedsrichter pfeift das ab. Gute Chance erstmal vertan. Und die Kölner stattdessen mit der Möglichkeit umzuschalten. Finne. Hochgelegt. Jojic. Jojic. Aufpassen. Gerhard. Weg das Ding. Also Köln mit richtig guten Chancen zum Teil. So, wir versuchen es nochmal rauszuspielen. Mal schauen, ob das klappt. Oh mein Gott, das klappt so halb gut. Ganz tief. Ganz tief durchschnaufen. Guter Ball. Schön gemacht. Kann sich nicht durchsetzen gegen Gerhard. Mensch, Tar, du hast einen Körper wie, was weiß ich wer. Und kriegst das hier nicht gebacken. Unfassbar. Drauf gegen Jojic. Komm, draufschieben. Den haben wir. Sané hat ihn. Nein! Dann ist das, ich wollte gerade sagen, aber auch ein fauler Schiedsrichter. Können wir leider nicht schnell ausführen. Oh, Kimmich rennt in den Gegenspieler rein. Kimmich, come on. Eine Chance. Kimmich, guter Ball. Hofmann. Versucht den zu schicken. Das war auch gut, wenn Mukhtar mitspielen würde. Da war so eine schöne Licke, aber Mukhtar bleibt einfach stehen, der Kollege hier. Oh mein Gott, Scheer. Was machst du da? Was macht Scheer? Kein Abseits. 93. Minute gleich. Der ist super und der ist, oh mein Gott, nicht drin. Alter Finne, könnte man sagen. Haut den drüber. Was eine Chance. 92. Minute. Köln fast mit dem Siegtreffer. Maxi nach unten gelegt zu halb. Es ist, denke ich, jetzt vorbei. Nagasawa. Punktverlust, ja. Punktverlust in Köln. Nur einen 2:2, aber an der Stelle auch echt Respekt an die Kölner Mannschaft, die super gespielt hat. Und wir haben es leider hergegeben. Ihr seht es, 8 Schüsse, 4 aufs Tor. Köln, die bessere Mannschaft. Wir hätten uns nicht beklagen dürfen, wenn wir heute eine Niederlage hätten einstecken oder eingesteckt hätten. Nichtsdestotrotz, einfach mal mit dem Unentschieden zufrieden sein. Freitagabendspiel war's. Wir gucken jetzt gleich mal rein, wie Wolfsburg, Bayern, Dortmund, Schalke und Co. spielt. Leverkusen nicht zu vergessen. Und hoffen, dass es da vielleicht den einen oder anderen Patzer gab. Wenn nicht, müssen wir... Oh, stoppen. Ich will Training machen. Klappt das noch? Ja, klappt noch, oder? Ja, klappt noch. Ich will nicht allzu... unentschieden. Bis auf 4 Punkte können jetzt die Wolfsburger wieder rankommen. Ist noch absolut okay. Aber hätte nicht sein müssen. Wenn wir ein bisschen besser gespielt hätten, haben wir nicht. Von dem her unentschieden geht in Ordnung. Aus unserer Sicht, aus Kölner Sicht, kann man sich ärgern, dass man nicht gewonnen hat, wie gesagt. So, wir gucken jetzt mal rein. Tabelle der Champions League, es ist wieder so ein bisschen am Lecken. Ich entschuldige mich dafür, das ist noch komischer. Let's go, auf Neues. Hoffen wir, dass es klappt. Aber leckt ihr immer, ihr kennt's. So, United 5:0 gegen Gladbach. Da gab's schon auch scheinbar das Rückspiel, aber das gucken wir uns später einfach an, würde ich sagen. Wenn es ein bisschen klarer ist, wie die diversen Partien ausgegangen sind. Und wenn wir dann sehen, gegen wen wir ran dürfen. So, Bundesliga, wo bist du? Wo bist du? Na, Euroleague, Bundesliga.
Okay, 5 Punkte Vorsprung sind es. Wolfsburg dann auch nur. Nee, Wolfsburg mit einem Sieg. Wolfsburg müsste gewonnen haben, ne? Aber Leverkusen nicht. 9 Punkte auf Leverkusen oder irgendeiner zumindest nicht. Schalke nicht. Schalke hat verloren. Nice. 5 Punkte auf Wolfsburg. Und dann ganze 9 auf Leverkusen und ganze 10 auf Schalke und weiterhin 10 auf die Bayern. Weiterhin alles gut, alles im grünen Bereich, Jungs. Alles im grünen Bereich. In dem Sinn, würde ich sagen, gucken wir uns natürlich nochmal schnell die Messages an. Vertragsverlängerung von Rüdiger, das freut uns. Nice, der ist da. Das können wir löschen. Und damit, wie gesagt, bin ich jetzt erstmal raus. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Däumchen nach oben da. Checkt die Links in der Videobeschreibung, wenn ihr FIFA 17 vorbestellen wollt noch. Und natürlich auch, wenn ihr beim Giveaway mitmachen wollt bezüglich FIFA 17. Twitter, Instagram, vorbeischauen, checken. Und in diesem Sinne bin ich raus. Macht's gut. Habt einen schönen Tag. Wir sehen uns. Bis dahin, euer Badeschlappen. Servus.